Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um einen Ski, wie ihr seht. Und um welchen, das zeige ich euch jetzt. Denn heute geht es um keinen geringeren Ski als den Blizzard HRC. Ist echt ein krasser Ski mit einem krassen Preis, UVP 1100 Euro. Warum ich finde, dass der Preis trotzdem gerechtfertigt ist, das zeige ich euch in diesem Video. Ersten Punkt, den ich finde, den wir auch mal ansprechen kann, der Ski handcrafted in Austria, handgemacht in Österreich, finde ich auch einen sehr wichtigen Punkt, was man auch oft übersieht und was man auch mal sagen kann, steht auch unten am Ski dran, da kann man es gut lesen, steht bei einem anderen Ski auch dran, wo die hergestellt werden. Das finde ich schon mal ein Punkt, was für den Ski spricht, was ich einfach eine sehr gute Sache finde, handgemacht in Österreich. Jetzt natürlich die Frage, für wen ist dieser Ski überhaupt interessant? Blizzard will hier ganz klar einen sportlichen Skifahrer ansprechen. Nichts für Anfänger oder auch Fortgeschrittene, sondern wirklich für jemanden, die sehr sportiven Ski suchen, einen schnellen Ski suchen. Wir haben hier ein Race Wood Core verbaut, keinen normalen Holzkern. Zusätzlich auch eine Seitenwange, das ist diese orangene Linie, was man hier sieht, von ganz unten bis ganz oben zieht die sich durch. Das sorgt für mehr Laufruhe, auch mehr Stabilität. Dann on top baut Blizzard hier auch noch mehrfach Titanal, um ganz genau zu sein, sogar dreifach Titanal begurtet. Normale oder andere Skihersteller machen einfach Titanal, aber hier in dem Segment und den Top-Ski werden dann wirklich dreifach Titanal verarbeitet. Was sich hier noch unterscheidet, sind die Dicken. Da gibt es Unterschiede. Hier haben wir 0,3 oder 0,4 dickes Titanal und das auch schon nicht ohne. Also da wirklich super laufruhig, super Stabilität. Für hohe Geschwindigkeiten ist der ausgelegt und Sportivität, ganz klar. Dann haben wir das nächste Thema, was hat der für einen Radius? Wir haben auf 1,70 Meter einen 15 Meter Radius. Würden manche sagen, geht eher schon Richtung Riesenslalom, obwohl ich sagen muss, da wären wir dann schon bei so 17 Meter und Slalom wären wir dann bei so 12 Meter Radius. Und da macht es Blizzard so, da haben sie genau die Mitte. Da bin ich jetzt nicht gezwungen, nur lange Schwünge zu fahren oder nur kurze Schwünge zu fahren, sondern ich habe hier den Mittelweg und kann sagen, okay, früh ist die Piste ist frei, ich habe Platz. Ich kann schön weit ausfahren, kann aber auch nachmittags, wenn die Hügel da sind oder es einfach sulzig ist, die Piste sehr voll jetzt, kann ich auch gut kurze Schwünge fahren. Das ist eigentlich genau der Mittelweg. Obwohl ich in diesem sportiven Bereich bin, kann ich komplett machen, was ich will. Und da gibt mir die Ski komplette Freiheit. Es ist natürlich so, dass manche sagen, ja, aber es gibt ja einen dicken 84 als Beispiel. Der kostet vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Der ist doch der bessere Ski im Vergleich. Das ist Typsache. Das ist ein dicken 84 oder die anderen Modelle, was es da gibt. Die zählen alle eigentlich schon in Richtung All-Mountain-Ski mit einer 84er Breite. Und das ist der Unterschied. Ich fahre mit einem SUV, mit einem guten kann ich auch 200 km/h fahren auf der Autobahn. Aber es ist einfach anders, wie wenn ich mit einem Sportwagen 200 fahre. Und das hier ist der Sportwagen. Wir haben hier keinen SUV wie das sportliche All-Mountain-Ski, sondern dadurch, dass der jetzt 69 breit ist, der hat eine Taillierung von 69, ist er der viel sportivere Ski, weil ich natürlich viel schneller von der rechten Kante auf der linken Kante bin oder andersrum von der linken auf der rechten. Dieses Umkanten geht er viel schneller, viel direkter, ist viel sportiver. Wenn ich einen Sportwagen habe und merke, dass jede Bewegung der Wagen annimmt, anders wie bei einem SUV, wo ich wie in einem Wohnzimmer sitze, also das kann man nicht oder sehr, sehr schwer vergleichen. Und hier haben wir wirklich einen Sportwagen. Er ist jetzt nicht 66 tailliert, also noch schmäler, finde ich persönlich sogar super, weil Blizzard hier auch sagt, okay, wir wollen für den Sulz, die verfahrenen Pisten auch noch die Möglichkeit haben, dass er angenehm und Spaß macht zum Fahren. Und das ist der Unterschied, wenn er jetzt wirklich 66 breit wäre oder 67 schmal wäre eher, dann würde er da schon wirklich sehr, sehr genau und sauber zu fahren, weil das natürlich keinen Spielraum für Fehler mehr gibt. Das muss man ganz klar sagen. Dadurch sind die 84er, 82er natürlich alle kommerzieller, angenehmer, auch ein bisschen lockerer zum Fahren am Nachmittag. Hier haben wir aber Sportivität. Hier wollen wir quasi, dass das schnell geht, das Umkanten und das Umgreifen. Und das muss man wirklich sagen, haben sie hier sehr, sehr gut gemacht und einen sehr guten Allround-Lösung gefunden. Nächster Punkt ist natürlich Bindung. Wir haben immer ein Komplettset, also Ski, Grundplatte, Bindung. Grundplatte hier ist wirklich extrem fest verbaut, ist eine sehr hochwertige und auch stabile Grundplatte, brauche ich bei so einer Art von Ski. Und dann haben wir auch eine sehr, sehr gute Bindung. Wir haben hier eine Markerbindung
Blizzard arbeitet da mit Marker zusammen, zum Beispiel wie Völkel. Völkel hat auch Markerbindungen. Wir haben hier die Marker Excel 14, ist wieder ein Qualitätsmerkmal. 14 steht für den Auslösewert. Man kann die Bindung extrem fest zumachen, natürlich auf Eigenverantwortung, aber das ist immer ein Qualitätsmerkmal. Ich sag mal, normale, ich sag mal, Anfänger bis fortgeschrittene Ski haben Z-Wert 7 bis 10. Bessere Ski haben dann schon bis 11, 12. Und wirklich die Top-Ski haben dann bis 14. Natürlich im Rennbereich, ich habe mal eine Bindung eingestellt, die hatte 21, das ist natürlich dann Rennbereich. Aber das ist schon ein Qualitätsmerkmal, das haben nicht viele. Was heißt jetzt Z-Wert? Z-Wert ist der Auslösewert, wann die Bindung aufmacht. Der Hersteller bzw. auch der Händler, wir vor Ort, stellen euch die Bindung auf euer Körpergewicht, Schuhgröße und Körpergröße ein. Herren roundabout 7, so ein Standardwert oft. Damen haben oft 5. Und wenn ich jetzt natürlich sehr sportiv fahre, sehr sportlich fahre, sagt, da geht mir der Ski sonst zu früh auf, das ist mir zu weich, dann habe ich da die Möglichkeit bis zu 14 hochzudrehen, wo ich wirklich also schon maximal im sportiven Bereich bin. Und da muss man wirklich sagen, hat Blizzard nicht gespart und Marker eine Top-Bindung herstellen lassen. Und das merkt man ein bisschen am Preis, aber das Rundum-Paket eben Ski mit Grundplatte und Bindung ist hier wirklich 1A. Genau deswegen probiert den Ski mal aus, wenn ihr könnt, im Verleih, vielleicht ein Händler, der ihn im Verleih hat oder vor Ort an der Skipiste. Ich kann nur empfehlen, ist zwar ein Preis, aber ich finde gerechtfertigt für all die Punkte, die ich euch genannt habe. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, Kanal abonnieren, würde mich freuen. Bis zum nächsten Video. Ciao.